Ach, es ist ein wunderschöner Morgen. Ach, Denise ist schon unten. Gehen wir mal runter und gucken mal, ob es schon Frühstück gibt. Ach, meine Knochen, meine morgendlichen Knochen. Ach, guten Morgen. Guten Morgen. Hi. Guten Morgen. Hallo. Was zu essen hier? Oh, das schmeckt gut. Oh, lecker. Hab ich heute Morgen gekocht. Und wie hast du so geschlafen? Ja, eigentlich ziemlich gut. Du? Ja, auch. Sehr gut. Ich hab sehr Gutes geträumt. Ich hab geträumt, dass ich die Welt regiere. Reagiere auch vielleicht? Ja. Nein, ich hab eigentlich geträumt, dass wir uns einen Hund anschaffen. Okay. Und wie schöne Dinge mit ihm erleben werden. Hoffentlich. Ja. Aber ich trinke jetzt noch meinen Kaffee aus und dann gehe ich mal draußen mich um die Tiere kümmern, ne? Ja, damit ich auch was zu essen bekommen. Am geheimen Projekt weiterbilden. Alles klar. Ich bin da mal bei den Hasen. Tschüss, ja, bis ciao. Gleich. Bis nachher. So. Ich räume das Haus auf, ne? Ja. Ciao. Tschüss. Ach, ist schon wieder so ein regnerischer Morgen. Meine Güte. Es kann doch mal langsam wieder sonnig werden. Aber, naja. So, dann gehen wir mal schön zu unseren zwei Häschen, Lucy und Paula. Oh, das Schild hängt immer hoch. Ich habe gerade einen Block abgebaut, aus Versehen. Egal. Na so, bitte mal frisches Wasser rein. Zack, zack. So. Schlafen die beiden noch? Nee, keiner hier. Ah, da ist die Lucy. Guck mal, ja, hier lecker trinken. Hier lege ich das Essen hin. Hier, was ist denn? Wo ist denn die Paula? Lucy. Wo ist die Paula? Wo ist die Paula? Wo ist die Paula? Hier hinten ist die nicht. Ist die vorne rum? Habe ich die übersehen? Wo ist die Paula? Die Paula ist schon wieder weg. Als ob die Paula jetzt schon wieder weg ist. Lucy? Nein, Wasser gesetzt. Nein, wo ist die Paula? Nein, Paula ist schon wieder weg, als ob die schon wieder weg ist. Ich muss schnell zu Denise und ihr Bescheid sagen, dass Paula weg ist. Denise! 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 Ja, ja. Die Paula ist schon wieder weg. Was? Schon wieder? Die ist weg. Nein, das suchen. Die kann doch nicht so weit weg sein. Die Lucy ist sofort zu mir gekommen, als ich Essen gegeben habe. Ja. Aber die Paula ist nirgends aufzufinden. Vielleicht nirgendwo. Ist sie in der Nähe noch. Vielleicht finden wir sie noch. Das Tor war aber nicht auf. Das war zu. Ja, die können halt springen. Das ist jetzt schon das zweite Mal. Da muss irgendeiner Rache haben. Irgendeiner will uns hier Rache. Irgendeiner. Also das Essen nochmal suchen. Schau, hier ist sie nicht. Hier drin, guck hier drin. Die Lucy kam von draußen noch drin. Ich habe hier Essen gestellt, siehst du? Und frisches Wasser. Ja. Und hier oben ist Lucy. Hier, in der Ecke. Okay. Aber Paula ist nicht hier. Warte, das ist so mysteriös. Die kann ja nicht so weit weg sein, weil... Ach, guck mal, sie kommt sogar mit. So viel Platz. Lucy, wo ist die Paula? Mal. Zeig uns mal, wo ist die hin? Wie weiter geht's hier nicht rum? Es könnte ja nur sein, dass die vielleicht über den Zaun gesprungen ist. Das heißt, guck mal, der Nachbar ist schon wieder hier da. Oh, nicht schon wieder der scheiß Nachbar hier. Ey. Komm. Die kann ja nicht so weit weg sein. Also es kann ja nicht sein, dass sie jetzt schon wieder weg ist. Wir suchen jetzt erstmal nach der. Schnell, komm. Die kann wirklich nicht so weit weg sein, weil... Wo soll sie hin? Es ist ja hier nichts. Ist sie hier ins Wasser gefallen? Wenn dieser scheiß Nachbar hier wieder was damit zu tun hat, hier, ne? Der so immer wieder rumpöbeln muss durch die Gegend. Ja, hier ist doch schon sein Onkel, ey.
Und hier, Mr. Creep. Haben Sie unseren Paula geklaut? Kommen Sie her, ich bring Sie um. Oh, ich schaff das nicht mehr. Schon wieder ist Paula weg. Und damit herzlich willkommen. Ich dachte gerade, ich hätte dich umgebracht, aber geht ja gar nicht. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von... Das Walkman-Ding wird immer bekommen. Ja, und zwar ist das jetzt... Das ist wirklich kein Scherz. Die ist einfach wirklich weg. Wir haben das eben hier... wieder weg. Wir haben eben ganz normal hier gespielt. Dann wollte ich ganz normal hier oben nochmal gucken. Und die ist wirklich wieder weg. Ich war hier alleine erst. Dann habe ich schon gesagt, dass Paula wieder weg ist. Dann sind wir hoch. Und haben wir wirklich durch die ganze Gegend hier gesucht. Ja, wir sind wirklich... Wir sind richtig weit schon gelaufen. Haben geguckt, ja, ob die irgendwo hier zufälligerweise irgendwo rumläuft. Da haben wir den Böserich gesagt. Der hat oder hat ein Urteil gedroppt. Der hat den Auftrag wieder angenommen. Ich hoffe, er findet die auch ganz schnell wieder. Oh, scheiße, nicht die Schaufel wegwerfen. Was willst du denn hier? Ja, guck mal, die kommt hier auch nicht mehr rein. So, und ich wollte jetzt in der Folge einen kleinen Hühnerstall bauen. Und zwar, ich hoffe, die von Zombie angegriffen worden ist. Und zwar, nein, die greifen die nicht an. Und zwar mache ich erstmal hier diese Holzblöcke weg. Und räumen die mal, wo räumen stehen? Hier hin, so. Und ja, hier erstmal so. Und zwar will ich das hier hin machen. Ich habe keine Zäune mehr. Ja, geil. Dann auch. Ja, ich habe keine Zäune. Ich muss die farmen. Wir haben da unten noch Zäune. Ja, die sind ja alle weg durch diesen Bug eben. Ich weiß ja nicht, ob irgendeiner hier in dem Projekt vielleicht sich denkt, okay, ich mache ein Roleplay damit, dass ich die immer... Dass die immer weg aber ist. Warum denn ausgerechnet diesen Hasen nur? Oder warum ausgerechnet ein Tier, was einen Namen hat? Keine Ahnung, also ich denke mal, wenn er uns sie wieder besorgen kann. Wir wissen ja, glaube ich, alle, auf welche Art das passieren wird. Aber, wieso kommt er hier rein? Weil der kann hier drin spawnen, ne? Ja, was denn überhaupt? Ja, ich weiß ehrlich gesagt wirklich nicht, ob die hier geklaut wird, weil es ist ja immer nur dieselbe. Es ist ja die Lucy ist immer hier. Die haben ja beide Namen gehabt, also haben ja beide Namen. Ja. Bestimmt machen wir die mit. Und der Böserich meinte mir, wir sollten noch ein bisschen die absichern. Haben wir gemacht, aber irgendwie kommt trotzdem die Paula mal weg. Ja, ich hab extra, die Blöcke waren vorher hier so und die habe ich extra weggeräumt, so dass die da wirklich nicht mehr drüber springen können. Und jetzt ist die immer noch, also das ist trotzdem jetzt irgendwie weggekommen. Wie auch immer. Sonst können wir auch hier die Zäune noch ein höher machen, dann können die sicherlich überhaupt nicht darüber. Dann ist das halt zwei hoch. Nee, das sieht scheiße aus. Die können hier nicht drüber gehen. Keine Ahnung wirklich, ne? Du musst jetzt aber aufpassen auf die Paula, ne? Ach, Lucy. Ja, die haut ja, schon nicht ab. Hier geht trinken. Hier geht nach oben. Ich glaube, die lieben das da oben, ey. Das sind die immer, ey. Ja, ist doch schön. Geh mal mit. Hi. Da kommst du hin. Ach, ja, jetzt geht die wieder runter. Wenn ich hier oben bin, geht die runter. Würde ich auch machen. Thank you.
eine Leine dabei. Oh. Wo ist sie hin? Alter, bleib stehen. Komm her, du. Komm mit. Rein wieder mit dir. Springen. Die ist hier durchgelaufen. Sand. Da muss ich dich jetzt hier fesseln. So. Am schwarzen. Willkommen zurück vom Zeitraffer. Was heißt zurück? Ihr habt ja alles mitgesehen. Die Hütte steht. Ja. Lucy steht auch. Dieses kleine Häuschen. Hey Lucy, geh mal gucken. Dann ist das ein bisschen anders gebaut. Also das Dach ist halt so rum. Steht so wie hier so rum. Und hier ist ein Zombie. Ist er hier drin? Nee. Oh, der hat Kettenrüstung an. Jetzt kannst du hier auch frei rumlaufen. Kann die doch, ne? Nein, war eine unsichtbare Spinne. Kann die frei rumlaufen schon? Oder ja, die kann jetzt. Nein, die kommt jetzt noch so raus. Ich hoffe, dass wir dich noch morgen hier sehen. Deine Lucy. So, dann machen wir die Tür zu, dann bist du hier drin eingesperrt. Ja. Hühner haben wir leider nicht mehr gefunden. Also, wir hatten hier unten im Keller sehr viele Hühner. Falls man das in den Videos mal gesehen hat. Davon habe ich mir die Eier genommen und habe die dann alle in die Natur geschickt, sag ich mal so. Und dann, ja, und jetzt sind irgendwie alle Eier weg. Deswegen wissen wir gerade nicht, wo die sind. Genau. Bisschen krass. Aber ist auch egal, wir finden eh welche neue. Denn genau. Es gibt genug Hühner. Dann haben wir hier einen Hühnerstall und einen Hasenstall. Und ich würde sagen, damit ist die Folge für heute beendet. Wir haben was gebaut. Und hat ein bisschen Roleplay. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Wie genau. Immer eigentlich, ne? Natürlich, wer freut sich nicht darüber. Und dann gehen wir jetzt noch ins Bett und schlafen. Ah, ich hab übrigens meinen Skin geändert. Also Denise hat den mir geändert. Wirklich. Also nur die Haare. Einmal so, macht er erstmal schön F1. So. Sieht ein bisschen komisch aus, so ohne dieses Stirnband. Ich sehe ein bisschen so leer im Gesicht aus, aber naja. Oh, warte mal, ich bin so schwer jetzt, ey. Oh.
und hoffen. Ich sag die Treppen nicht. Nein, ich roll wieder rückwärts. Und hoffen, dass wir, wenn wir wieder aufwachen, die Paula wieder zurück ist. Wir schlafen. Tschüss.